Lieber Herr Professor Mahner, lieber Sven, wir sind hier beim ASCO 2024 in Chicago. Und es gab diverse Vorträge zur gynäkologischen Erkrankung. Unter anderem gab es auch was zum Zervixkarzinom, also dem Gebärmutterhalskrebs. Was wurde da gezeigt? Ja, da ist das Finale einer langen Geschichte präsentiert worden beim Zervixkarzinom, nämlich zurückgehend auf die Nullerjahre, das Jahr 2000, wo wir festgestellt hatten, dass wenn man ein Zervixkarzinom operiert hat, was dann doch mehr Risikofaktoren zeigte, als man unmittelbar vorher angenommen hatte und dass eine adjuvante Therapie braucht, herausgekommen ist, dass die Bestrahlung alleine einer Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie unterlegen ist. Und seitdem, PITAS Daten kennt jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin, seitdem ist die Kombination aus Chemotherapie und Strahlentherapie der Standard in der adjuvanten Behandlung des Zervixkarzinoms. Damals begonnen wurde eine nächste Studie, die die Frage beantworten sollte, ob vielleicht eine Hinzunahme einer Chemotherapie nach der Radiochemotherapie das noch weiter verbessern kann. Und jetzt sind solche chemotherapeutischen Studien häufig sehr schwierig durchzuführen. Und wir sehen, es hat über 20 Jahre gedauert, um diese Studie jetzt auszuwerten. Und es ist zwischendrin auch vor 2 Jahren hier eine ähnliche Studie, die Outback-Studie, vorgestellt worden, die ein negatives Ergebnis gezeigt hatte für die Hinzunahme einer Chemotherapie nach Radiochemotherapie. Und leider auch die GOG-Studie hat jetzt ein negatives Ergebnis gehabt. Es gab keinen Vorteil für die Hinzunahme der Chemotherapie nach der Radiochemotherapie. Und insofern diese extrem wichtige Frage jetzt mit 2 Phase-3-Studiendaten, die beide negativ waren leider, aber beantwortet und die Frage geklärt. Und wir sind zwischendrin ja schon einen Schritt weiter und haben jetzt einerseits im letzten Jahr Daten gesehen, die nahelegen, dass eine primäre Chemotherapie vor der Radiochemotherapie, bei allerdings Patientinnen, die auch noch zusätzlich radikal hystektomiert werden, muss man immer mit bedenken, dass es ja auch die alternative Möglichkeit gibt, für fortgeschrittenere Zervixkarzinome nicht zu operieren, sondern primär die Radiochemotherapie zu machen. Und dort waren eben ein paar Zyklen Chemotherapie vorweg, ja mit einem signifikant besseren Gesamtüberleben sogar vergesellschaftet gewesen. Und dann haben wir zusätzlich auch schon erste positive Daten zur Immuntherapie in Zunahme zur Radiochemotherapie. Also insofern, einerseits geht eine Tür zu, was diese adjuvante Chemotherapie nach der Radiation, Radiochemotherapie angeht. Aber zwischendrin sind 2 andere Türen auch bereits aufgegangen. Und insofern können wir da auch weiter mutig in die Zukunft gucken und hoffentlich die Therapie unserer Zervixkarzinom-erkrankten Patientinnen weiter verbessern. Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist ja auch wichtig, dass die Patientinnen nicht durch eine Therapie sich durchquälen, von der sie gar keinen Vorteil haben am Ende. Also die Tür geht zu, aber sie sagt auch keine Nebenwirkungen, wo keine Wirkung ist. Also insofern glaube ich, und mit der Aussicht auf neue Therapien. Genau, und es ist, als wir nach der Präsentation der Outback-Studie, die eben die erste war, die keinen Vorteil für die anschließende Chemotherapie gezeigt hat, hier zusammengestanden haben. Wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht glauben, das Ergebnis. Ich möchte erst mal sehen, die Patienten, die wirklich auch die Chemotherapie komplett gekriegt haben, weil nicht nur ich, sondern glaube ich auch einige andere einfach so fest davon überzeugt waren, dass das noch ein Benefit sein muss für die Patientinnen, weil die, wenn sie versterben, ja nicht an einem Lokalrezidiv versterben, sondern an distanten Metastasen beim Zervixkarzinom versterben. Und wir wissen ja, dass eine Chemotherapie gerade distante Metastasen eher verhindern kann. Also insofern, selbst die starrsinnigen Zweifler, wie ich es damals gewesen bin, die sind jetzt nach einer zweiten Studie, die eben auch negativ war, davon kuriert. Und genau deswegen ist es eben wichtig, auch negative Ergebnisse von Studien auf Kongressen zu präsentieren, zu diskutieren und aber eben auch sehen, es gibt mittlerweile andere Wege, wie wir die Situation von unseren Patienten weiter verbessern können. Vielen herzlichen Dank.